Hallo und herzlich willkommen zu Diablo 2 Resurrected. Jetzt sind wir im Kloster, also nach dem Tamo-Hochland. Nach dem Schwarzmoor ist das der nächste Wegpunkt. Wir holen uns jetzt den Hammer. Und dann geht es dann in den Katakomben weiter, weil das Gefängnis, die Ebene 1, den Wegpunkt Hammer. Muss ich überlegen, also an drei Ebenen inneres Kloster, wir machen dann einfach mit den Katakomben weiter, sonst wird es zu viel. Ja, das sind dann drei Ebenen Katakomben plus drei Ebenen zu Andariel. Das brauchen wir nicht. Wir laufen da einfach ganz gemütlich zu der Endgegnerin, nachdem wir hier den Hammer geholt haben. So, was ist denn mit euch los? Genau. Dann mal weghauen. Ist halt schön, wenn man offline spielt und alles ist nur vorgegeben. Beziehungsweise man deckt es einmal auf. Und dann hasse ich die Sache auch. Lukas, ja. Da müssen wir jetzt gucken, wo wir hin müssen. Truhe. Da. Ach, das sind die Ziegen. Schwarze Jägerin ist auch noch dabei. Los. Irgendwas. Nee. Also gut, der Hammer ist da hinten. Ich war da ja schon gewesen. Ich denke immer, extra schnell. Wie gesagt, ich schaue mir das immer ganz gerne im Voraus an. Und Level auch ein bisschen. Ich habe ja auch mit der Endgegnerin, weil ich ein paar Mal gewesen habe, gelevelt, ganz klar. Aber die Ausrüstung, mit der ich da rein bin, die zeige ich, wenn es soweit ist, ist jetzt nichts Besonderes. Kommt man auf jeden Fall. Oh, da hinten ist wieder eine. Und zwar. Was hat er für Ability? Witzig gesehen. Na super, ging jetzt wieder viel zu schnell. Aber es ist ja auch eigentlich ganz gut, dass die Skelette so gut drauf sind. Ja, hier ist er. Jetzt machen wir die ganze Brut hier weg. So, und da ist dann der. Da hinten ist er doch. Der Schmied. Gibt's nix. Schade. Malus, den nehmen wir mit, einen Horadrim-Malus. Und dann geht's zu Chasi, mit der reden wir jetzt nämlich. Und dann nach der Kaserne kommen natürlich dann die ganzen Katakomben. Beziehungsweise danach kommt Gefängnis Ebene 1, 2, 3, das innere Kloster, und dann kommen die Katakomben 1, 2, 3, 4. Also, das ist ein ganz schöner Weg, aber wir kürzen das alles ein bisschen ab. Wir wollen ja nur die Highlights sehen. Das Chassis. Okay, vielen Dank, dass ihr den Horadrim Malus zurückgebracht habt. Und wir bekommen jetzt einen Gegenstand verzaubert. Questlog? Ja, gut. Das heben wir uns auf, bis wir halt irgendwas Cooles haben für unseren Necromancer. Dann haben wir hier gar nichts, ne? Das können wir mal sortieren. Sehr schön. Okay. Dann geht's weiter im nächsten Teil mit den Katakomben Ebene 2 und dann geht's zu Andariel. Und ja, bis dann sage ich dann mal, macht's gut.